Moin, moin, liebe Filmfreunde, ich bin's wieder, euer Alex. Ja, und heute gibt's ein Review zu Terrifier. Na, habt ihr ja am Thumb schon gesehen und am Titel ahnen können. Ja, Terrifier. Das ist ja eine Story. Ich bin ehrlich, ich habe auch All Hallows Eve nie gesehen. Nur durch den, da kam ja hier der Killer hier, Art the Clown, soweit ich das verstanden habe, auch schon vor. Und ja, dieser Film ist ja teilweise gehypt wie sonst was. Und ja, irgendwie hat so ziemlich jeder auch eine Meinung zu ihm. Und ich habe den nie gesehen gehabt. Ne, und das, nehmen wir ein Beispiel. Einer, hier der gute Dominik zum Beispiel von Speed Days TV, der meinte, das ist ein cooler Film. Ne, haben wir auf der Börse auch in Neuss drüber geredet, ne, als ich mit ihm und Filme for Life und noch ein Kumpel von den beiden zusammensaß. Er meinte, das ist ein cooler Film. Andy von Filme for Life meinte, nee, ich fand den nicht so gut, weil wir hatten ein bisschen darüber geredet. Ich meinte, oh, ich habe den noch nicht gesehen und ich bin immer noch skeptisch, ne, weil das teure Mediabook habe ich mir damals geschenkt und ja, wollt warm überlegen mit der Armory. Und hier nochmal danke an Dominik, dass er mir den Tipp gegeben hat, ne, wo man die denn auch zu einem vernünftigen Preis findet auf der Börse. Und habe ich ihn mir einfach mal mitgenommen, weil es ist ja auch ein Film, der wirklich anscheinend viele spaltet. Und da gibt es auch keinen, ja, war solide. Ne? Entweder finden die Leute ihn wirklich gut oder richtig beschissen. Und solche Filme sind ja auch immer interessant, ne? Denn die mal zu schauen. Und ich wollte mir dann mal meine eigene Meinung bilden, weil, ja, man muss anscheinend den Film mal gesehen haben, um auch mitreden zu können. Ja, und jetzt muss ich hier nochmal gucken, wie hießen die beiden Damen nochmal. Das steht hier natürlich nicht. Doch, Dawn und Terror. Und zwar geht es hier um Dawn und Terror, die ja an Halloween unterwegs in der Stadt sind, feiern und ja, ne, begegnen da halt in einem, nennen wir es mal Restaurant, also in so einer Pizzeria, ihm hier. Ne? Er setzt sich dann da auch mit rein und er starrt Terror so die ganze Zeit an. Ne? Das ist schon ein Stück creepy für die beiden, weil ne, die wollen eigentlich nach Hause, ne, vorher noch was futtern. Naja. Ja, das Dumme ist, als sie dann los wollen, merken sie, ja, Reifen ist zerstochen und dann muss Terror auch noch auf Klo, ne, während sie auf Terrors Schwester warten, die sie angerufen haben, ob sie abholen kann. Ja, und Terror geht dann halt in ja, so ein verlassenes Gebäude, was gerade dann, ja, ich sag mal, eine ungeziefer Reinigung kriegen soll. Der Typ, der das reinigen soll, lässt sie dann rein. Ja, und das Dumme ist, ne, dass dieser Art the Clown nicht nur die Leute in der Pizzeria dann umbringt, sondern halt auch hinter Terror her ist und dann auch in diesem Gebäude auftaucht und ja, jedem, der sich ihm in den Weg stellt, den halt kurzerhand kalt macht. Ja. Und was will man erstmal dazu sagen? Es ist halt ein Slasher. Ja. das Ding ist, der hat schon für einen Slasher ziemlich heftige Mordszenen. Definitiv. Also, ne, es sind wirklich so ein paar Sachen, dass dann Augen ausgedrückt werden. Ne? Wird für einen Slasher immer eigentlich ein recht langweiliger Kill. Ne? Auch Leute mit Pistolen erschossen. Ne? Weil Art the Clown hat natürlich auch eine Pistole. Die heftigste Szene ist sicherlich, hier wird dann jemand auch mit einer Säge, also einmal so ne, aufgehangen und dann einmal so, wupp, ne, so durchgesägt. Geht schon sehr blutig und für einen Slasher sehr brutal zur Sache, das Ganze. Hat auch teilweise Elemente dann eher von diesem ja, Backwood-Slasher-Terrorfilm, ne, die dann eigentlich immer so ganz einfach schnell fump und dann Kill sind, sondern wirklich eine Nummer heftiger, brutaler und ausgewälzter. Und ja, die Effektarbeit ist auch tatsächlich insgesamt recht gut gemacht. Ne? Es gibt ein paar Sachen, die nicht ganz so hundertprozentig überzeugend sind, ohne schlecht gemacht zu sein. Und einige sind wirklich richtig krass gemacht. Ja, ne? Also von daher, wer einen brutalen Slasher sehen möchte, hat hier schon mal definitiv seinen Pluspunkt gefunden. Und ich glaube, das wird auch keiner sagen, dass der Film für einen Slasher nicht sehr, sehr hart ist und sehr blutig. So, das Ding ist, woran sich sicherlich, oh, ich glaube, woran die meisten auch nicht zweifeln werden, ist, dass Art the Clown tatsächlich ein schon ein sehr cooler Killer ist. Na, es ist halt, man erkennt das hier tatsächlich kaum. Ich gucke mal jetzt hier hinten, man sieht es hier ganz leicht an dem Bild hier, das ist in der Pizzeria, wo Dawn ein Foto mit ihm macht. Es ist halt auch tatsächlich ein Design, was durchaus in Erinnerung bleibt und
sind wir ehrlich, Horror-Clowns funktionieren. Ne? Sicherlich nicht für jeden gleich gut. Ne? Es gibt Leute, die lässt das relativ kalt. Es gibt Leute, würde ich mich zu zählen, die sagen, so ein Clown dementsprechend kann schon sehr creepy sein. Ne? Und es gibt ja auch Leute, die haben ja wirklich Angst vor Clowns. Also wer panische Angst vor Clowns hat, also hatte man, wir haben ein paar Kumpels früher immer mal Filmabende gemacht und die Freundin von dem einen war auch dabei, da hatten wir Stitches geguckt. Und Stitches ist nun, weiß Gott, nicht unbedingt ein gruseliger Film, auch wenn ne, Stitches ein bisschen creepy schon ist. Die konnte sich den Film nicht ansehen, weil ne, die Clowns geht gar nicht. Und ne, dann solche Leute, also wer wirklich Angst vor Clowns hat, der sollte sich diesen Film definitiv nicht angucken, weil die Person kriegt dann Albträume. Ne, aber es gilt halt auch für S, ne, weil Pennywise ja auch sehr klasse wirkt. Für viele ja der Horrorclown schlechthin. Und deswegen, das muss ich schon sagen, also Art the Clown ist jetzt kein Killer, der unendlich Profil hat, aber von der ganzen Art und Weise, wie er rüberkommt, ja, könnte das, wenn da noch weitere Filme kommen. Ein zweiter ist ja schon angekündigt, beziehungsweise ich glaube sogar schon abgedreht, dann dürfte ja irgendwann jetzt auch bald mal rauskommen, glaube ich, so wie ich das mitgekriegt habe. Freuen sich auf jeden Fall viele Leute schon drauf. Wenn sich das noch weiter ausbaut, könnten wir hier vielleicht sogar, wenn da noch ein paar Nuancen oder ein paar Kultfilme kommen, durchaus zu der neuen Horror-Ikone werden. Ne? Ja, ich glaube, das bestreiten auch wenige, dass das schon mal ein cooler Killer ist. Irgendwo. Oder zumindest ein, ja, vom Design her cooler Killer. Ne? Von den Motiven und allem ist er jetzt nicht der interessanteste, muss man auch ehrlich sagen. Ne? Weil auch nicht viel darüber ja, gesagt wird. Und im Subtext, ja, kann man einige Sachen vielleicht erahnen, aber er ist cool, wenn auch nicht unbedingt interessant. Wo sich sicherlich manchmal die Geister scheiden, ist jetzt dieser Punkt, ist das jetzt halt einfach nur ein weiterer Slasher, der einfach nur blutig ist? Oder ist das ein Film, der wirklich spannend und atmosphärisch gemacht ist und vielleicht sogar dem Slasher-Genre ein bisschen was Neues abgewinnt? Also ich denke mal, jetzt wirklich neue Facetten gewinnt er dem Ganzen meiner Ansicht nach nicht ab. Wir haben einen Killer-Clown, das ist cool, ja, aber ich muss auch trotzdem sagen, womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass der Film durchaus auch seine spannenden Momente hat und seine gute Atmosphäre aufbaut. Also es ist hier vielleicht weniger ja, diese Jagd des Killers auf das Final Girl, was häufig sehr spannend ist. Haben wir hier auch teilweise, gibt es einen Moment, wo das dann, ohne zu spoilern, jetzt ein bisschen kippt. Ne? Aber so in den einzelnen Szenen ist er schon recht spannend gemacht. Ne? Er hat halt an sich sonst wenig Handlung, aber ja, also spielt viel im Dunkeln. Ich sag mal, die Architektur des Gebäudes von Werder, wo er langrennt und sich entscheidet, da und dies und jenes zu machen. Gut, das ist jetzt auch manchmal ein bisschen fragwürdig, nicht gesagt. Aber in den einzelnen Szenen ne, schafft er es schon, Spannung und Atmosphäre aufzubauen. Das hat mich tatsächlich positiv überrascht. Ich hatte befürchtet, dass es einfach nur Hauptsache Gewalt, Kills und langweilig. Ich fand ihn da tatsächlich spannend gemacht, den Film. Und zumindest in den einzelnen Szenen, auch wenn die Handlung an vielen Punkten einfach nicht existent ist. Deswegen war ich, kann ich schon mal sagen, wirklich. Also ich zähle eher zu den Leuten, es ist für mich kein absoluter Überhit, kein absolut genialer Film, aber ich fand ihn tatsächlich gut. Ne? Weil er neben den harten Kills, dem coolen Killer halt auch wirklich ja, durchaus spannend ist. Ne? Dass er ein Independent-Film ist und jetzt nicht sonst wie das größte Budget hat und an einigen Stellen so ein bisschen ja, oldschool daherkommt und ich habe den mit meiner Freundin gesehen, sie meinte zwischendrin, das sieht aus wie ein alter Film. Sie mag ja alte Filme nicht so. Meinte ich, nee, der ist nicht alt, der ist ein bisschen auf alt getrimmt. Ich bin ja bei Independent-Produktionen schnell mal skeptisch, aber ich sag mal so, die Budget-Range, die der Film hatte, stand ihm auch gut, muss ich sagen. Wäre das Ganze jetzt auf Hochglanz poliert gewesen, hätte das sicherlich auch ein bisschen Atmosphäre, diese dreckige Atmosphäre, die er halt auch teilweise hat, eingebüßt und ja, also einfach gesagt, ich habe es nicht bereut, ich fand ihn gut. Ganz, ich finde, man muss es auch ehrlich sagen, ich finde ihn etwas overhyped. Na, es ist nicht der Slasher überhaupt, also es ist nicht
hat für mich jetzt nicht so einen Impact wie die New French Extremity Filme, ne? Hier allen voran High Tension, der schon einen Plot-Twist am Ende hat, aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber er ist gut. Er ist definitiv gut gemacht und ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, nee, so meins war nicht ganz so. Ne? Also deswegen, Terrifier, cooler Film. Ne? Wer härtere Slasher mag, kann hier definitiv mit reinschauen. Was ich ein bisschen ja, kritisch ist übertrieben. Der Film eröffnet ja auch mit einer Szene und da ergibt sich am Ende so ein bisschen was. Ja, es war so ein bisschen, man wollte die Leute überraschen. So, oh, ja. Na gut, tut dem Film auch keinen großen Abbruch, aber es hat wahrscheinlich auch nicht ganz die Wirkung, die Regisseur Leone, hieß er ja, Damien Leone, sich vielleicht erhofft hatte. So nach, dass es so ein richtiger Rugpull ist, dass die Leute sagen. Ne, dafür ist die Handlung dann auch zu, ja, minimalistisch. Na, Minato wollte auch nochmal reingucken. Oder seinen Hintern in die Kamera halten. Na gut, ich bin an der Stelle durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie ihr zu Terrifier steht. Weil wie gesagt, es ist ein Film, da hat anscheinend jeder eine Meinung zu. Ne? Und die gehen halt auch auseinander zwischen wirklich gut, absoluter Kultfilm und ja, nee, war nicht so toll und wirklich hinterletzter Rotz. Na, also wie gesagt, ich bin unvoreingenommen rangegangen, mir hat das Spaß gemacht. Also den zweiten Teil werde ich mir definitiv auch angucken. Ne? Also teures Mediabook würde ich mir da jetzt nicht von holen, aber angucken würde ich mir auf jeden Fall und ja, vielleicht sogar ein Stück weit drauf freuen, weil da kann man tatsächlich noch was mitmachen. Ja, sonst an sich bin ich dann durch. Ne? Minato lenkt mich ab, der möchte gekrault werden. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.